Ja, gleich eine Schulaufnahme gelegt in einer Zeit von 23:40. Sehr plötzlich. Schau Nummer 89, Tina und Indy. So, Nummern wieder einsammeln. Ja, und da hat sie gleich einen sagenhaften 0-4-Lauf. 89 haben wir jetzt, letzte Starterin. Das ist die Ina Eschenburg vom NTV Altena. Und jetzt kann sie sich nur noch selber schlagen, denn sie führt mit ihrer Biber. Ah, das war die Wippe nicht ganz unten. Ach, da ist der Hund zurückgesprungen und das ist leider Gottes ein Diss. Ich sag's mal ein bisschen für unsere Zuschauer. So, und jetzt noch die letzten zwei Hürden. Und auch Applaus für Ina und... Kurz den Hund verloren, genau. Ina! Ina und Indy! Letzte Starterin, dann bauen wir um auf Medium. Parcours erfahrt sich bereit. So, Ina kann die Zeit von 26:36 schlagen. Und mit Pfefferminz geht alles los. So, da sind sie im Ziel, leider mit einem Ding. So, Parcours ist aber der Umbau auf. Ja, da sind sie im Ziel. Ina Eschenburg mit Indy. Wir haben noch eine führende Zeit von Marlene. 31:70 gilt es jetzt zu toppen. Ach, schade. Wir waren so gut unterwegs, die beiden. Ja. Ja, nochmal da, genau. So, Applaus für dieses Team, Ina und Diva. Nee, in die Kunst, in die Kunst. 38, 38. 3, 4, 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 4
schon wieder geführt hat, in der F-Burg. Schon mal für die Zeit 23:29 knapp. So, Matti hat jetzt 32,98 und 0 Fehler. Ein Fehler, Entschuldigung. Die sieht sich schon lange. Bitte?